In Großbritannien wird heute gewählt. Wir schalten zu Sophie Rupetz nach London. Die FPÖ kritisiert Gewessler wegen der Renaturierung im Nationalrat heute scharf. Und das Wetter morgen wird sonniger und wärmer. Herzlich willkommen bei ORF 3 aktuell am Abend. Schön, dass Sie da sind. Die FPÖ bringt heute im Parlament einen Misstrauensantrag gegen Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen ein. Denn aus Sicht der FPÖ hat die Ministerin mit ihrer Zustimmung zum Renaturierungsgesetz Verfassungsbruch begangen. Aber der Misstrauensantrag ist gescheitert. Die FPÖ attackiert die grüne Umweltministerin heute scharf. Wie die Klimakleber würde sie sich bei der Renaturierung über alle Regeln hinwegsetzen. Und die ÖVP würde ihr dazu auch noch die Mauer machen. Die giftgrüne Ministerin Gewessler hat dafür Gesetze und die Verfassung gebrochen. Sie hat den österreichischen Bundeskanzler am Nasenring durch die politische Manege gezogen und Österreich zur Lachnummer gemacht. Auch die ÖVP kritisiert das Vorgehen Gewesslers scharf, spricht ihr dann aber das Vertrauen aus, um die Koalition nicht zu gefährden. Weil das Ziel der Kickl-FPÖ ist das Spiel der freien Kräfte, um im Chaos des Parlaments auf Stimmenfang zu gehen. Und das ist die Wahrheit, das ist die nackte Wahrheit. Gewessler weist die Kritik zurück. Sie habe ihre Entscheidung erst nach ausführlicher rechtlicher Expertise über die Zulässigkeit getroffen, aus Verantwortung für den Schutz und den Erhalt der Natur, nicht nur in Österreich, sondern in der ganzen Europäischen Union. Keinesfalls habe ich mit dieser Entscheidung die österreichische Verfassung gebrochen, geschweige denn Amtsmissbrauch begangen. Die SPÖ spricht sich heute für das Renaturierungsgesetz aus. Die Neos sprechen von einer peinlichen Inszenierung aller Beteiligten. Die Regierung ist sich einig, wie das letzte Drittel der kalten Progression rückerstattet wird. Und da sollen alle davon profitieren. Die ÖVP fokussiert sich auf sogenannte Leistungsträger, die Grünen auf den sozialen Aspekt. Nicht nur die Steuerzahler, auch die Regierung will etwas davon haben, wenn sie hunderte Millionen verteilt. Also heute ganz demonstrative Einigkeit zwischen ÖVP und Grünen. Die ÖVP wiederholt ihre bekannte Botschaft, Leistung muss sich wieder lohnen. Sie ist verantwortlich dafür, dass ein solidarischer Wohlfahrtsstaat tatsächlich auch finanziert werden kann. Und daher ist es wichtig, dass die Menschen, die zur Leistung beitragen, auch entlastet werden. Alle Steuerstufen, ausgenommen die höchsten, werden um 4% angehoben. Die Grünen sprechen bei der Verteilung von einem sozialen Drittel. Alleinerzieherinnen und Alleinverdiener mit Kindern bekommen 60 Euro pro Kind pro Monat. Und das sind aber 1440 Euro für eine Alleinerzieherin oder Alleinverdiener mit zwei Kindern. Wenn sie wenig verdienen, das ist ein Geld. Das betrifft rund 250.000 Kinder in Österreich. Das ist ein enorm wichtiger Schritt im Kampf gegen die Kinderarmut und das hilft nachhaltig. Und auch für die Wirtschaft ist etwas dabei. Das Kilometergeld wird einheitlich auf 50 Cent erhöht, die Kleinunternehmergrenze auf 55.000 Euro angehoben. Wir haben die schleichende Steuererhöhung abgeschafft und entlasten die Österreicherinnen und Österreicher langfristig. Der Spielraum für den nächsten Finanzminister wird mit dieser Entlastung jedenfalls noch kleiner. In Großbritannien finden heute Parlamentswahlen statt. Mehr als 46 Millionen Menschen entscheiden also heute, wer in das britische Unterhaus einzieht. Erwartet wird, dass die konservativen Tories nach 14 Jahren wohl in die Opposition gehen müssen. Die sozialdemokratische Labour-Partei unter Keir Starmer soll heute laut Umfragen das Rennen machen und ab morgen eine Regierung bilden. Auch die britischen Medien gehen von einem Machtwechsel aus. Die Tageszeitung The Guardian schreibt von einer historischen Wahl. Die Wahllokale sind seit 8 Uhr morgens geöffnet, die letzten schließen um 23 Uhr. Auch die beiden Spitzenkandidaten selbst waren schon bei der Wahlurne. Und über den heutigen Wahltag in Großbritannien möchte ich jetzt noch mit Sophie Rupetz sprechen. Sie ist mir aus London zugeschaltet. Ja, die Umfragen deuten ja darauf hin, dass Labour-Chef Keir Starmer der Neue an der Spitze in Großbritannien wird. Kann das denn schon bestätigt werden? Gibt es schon ein erstes Stimmungsbild?
Ja, wir stehen hier in einem Wahllokal in Pimlico in Westminster. Die Menschen sind noch bis 22 Uhr Ortszeit zum Wählen aufgerufen. Es gibt also noch nicht wirklich ein Stimmungsbild, denn eine erste Hochrechnung wird es erst dann geben, wenn die Wahllokale schließen und der Gewinner erst über Nacht in den frühen Morgenstunden dann feststehen. Aber laut den letzten Umfragen deutet wirklich alles auf einen Regierungswechsel hin. Labour-Chef Keir Starmer könnte sogar 400 von den 650 insgesamten Wahlkreisen erobern. Und das wäre schon ein extremer Wandel der Stimmung in dem Land. Denn erinnern wir uns kurz, 2019 hat die Labour ihr historisch schlechtestes Wahlergebnis eingefahren seit 1935, während die Tories, die Konservativen unter Premier Boris Johnson, ein sehr gutes Ergebnis hatten, wie seit Margaret Thatcher nicht mehr. Großbritannien hat vor allem mit dem maroden Gesundheitssystem zu kämpfen, aber auch andere Probleme gibt es seit dem Brexit. Vor welchen Herausforderungen wird denn der neue Premier stehen? Einige, und es sind wohl genau die Herausforderungen, warum Labour-Chef Keir Starmer sehr vorsichtig war mit seinen Wahlversprechen. Denn es werden wohl die Jungärzte sein, die seit 2 Jahren auf eine Einigung mit den Konservativen hingearbeitet haben, aber nicht mehr auf dem Verhandlungstisch waren, die eben im maroden Gesundheitssystem NHS arbeiten und darauf hoffen, dass ihre Gehälter angehoben werden. Genauso steht der Mangel an Wohnraum als dringendes Problem im Vordergrund. Und die Frage ist, wo wird der zukünftige Premier Starmer seinen Fokus dann hinlegen? Wo beschneidet er? Wo gibt er Geld aus? Er muss ein Land reparieren, das leere Staatskassen hat. Damit sage ich vielen Dank, Sophie Ruperts, und liebe Grüße nach London. Und wir kommen wieder zurück nach Österreich. Im Kampf gegen die Wohnungsnot und die steigenden Mieten gelten seit dieser Woche in Wien strengere Regeln für jene, die Wohnungen an Urlaubsgäste vermieten wollen. Die Initiative Wiener Apartmentvermieter bekämpft jetzt diese neuen Beschränkungen vor dem Verfassungsgerichtshof. Wer seine eigene Wohnung für kurze Zeit vermieten will, darf das in Wien nur mehr bis zu 90 Tage, also rund 3 Monate im Jahr. Darüber hinaus muss das die Stadt genehmigen, und diese Genehmigung setzt voraus, dass alle Miteigentümer in einem Haus damit einverstanden sind, dass die Wohnung wie eine Art Hotelzimmer immer wieder kurz an Fremde vermietet wird. Für den Rechtsanwalt ist das Vorgehen der Stadt Wien verfassungswidrig, weil sie dafür gar nicht zuständig sei. Der Verfassungsgerichtshof hat in der Vergangenheit schon mehrmals ausgesprochen, dass gesetzliche Maßnahmen der Wohnraumbewirtschaftung in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fallen, soweit diese Maßnahmen Volkswohnungen betreffen. Aus dem Büro von Wohnbaustadträtin Katrin Gahl heißt es, man habe alle rechtlichen Aspekte ausführlich und umfassend geprüft. Die EU-Kommission verhängt nun vorläufige Strafzölle auf Elektroautos aus China. Je nach Hersteller liegen die Aufschläge zwischen 17,4 und 37,6% zusätzlich zum bereits geltenden Einfuhrzoll. Dagegen wehrt sich nicht nur China, es gibt auch kritische Stimmen der deutschen Autoindustrie. Der chinesische Staat meint es zu gut mit seinen Elektroautoproduzenten, die nach Europa liefern. So sieht es jedenfalls die EU-Kommission. Sie sieht überschießende Staatshilfen Chinas am Werk und will gegensteuern. Unsere Untersuchung hat klar ergeben, dass es aufgrund unfairer Praktiken Chinas Nachteile für die EU-Industrie gibt. Zuletzt wurde noch verhandelt, etwa vom deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck, der bei seinem China-Besuch deutlich machte, dass er selbst kein Freund des Drehens an den Zollschrauben ist. Wir sollten nicht Zölle und dann Gegenzölle und dann wieder weitere Zölle einführen. Das sei für Exportnationen wie Deutschland und China gleichermaßen schlecht. Andere Staaten und auch einige Firmen halten es dagegen für sinnvoll, der chinesischen Konkurrenz den Griff nach Europa zu erschweren. Sollten Sie das Sagen behalten, dann gelten die Strafzölle vom November an für volle 5 Jahre. Die Beziehungen zwischen China und Russland sind nach Auffassung des russischen Präsidenten Wladimir Putin derzeit so gut wie noch nie zuvor. Diese Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sei gar ein Schlüsselfaktor für die globale Stabilisierung, heißt es am Rande eines Gipfels in Kasachstan. Dort hat nämlich der Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit stattgefunden.
Es ist ein Treffen ganz nach dem Geschmack von Wladimir Putin. In den pompösen Hallen der kasachischen Hauptstadt Astana scharrt er seine Mitstreiter im globalen Konflikt gegen den Westen um sich. Feierlich wird die Aufnahme des neuesten Mitglieds der Allianz, der Diktator von Belarus, Alexander Lukaschenko, besiegelt. Wirtschaft, regionale Sicherheit, die Liste der Themen für das alljährliche Treffen der sogenannten Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit ist lang. Hinter den Kulissen geht es für Putin aber vor allem um eines, die Unterstützung für seinen Feldzug gegen die Ukraine zu sichern. Und dafür braucht er vor allem ihn, Chinas Staatschef Xi Jinping. Moskau ist angewiesen auf die Schützenhilfe Chinas und die dürfte er auch weiter bekommen. Xi lobt seinen, Zitat, alten Freund Putin. Die Zusammenarbeit wolle man noch weiter vertiefen. Gemeinsam stehe man auf der richtigen Seite der Geschichte. Konkretes hört man heute nicht. Putin lässt die Bilder sprechen. Die Botschaft ist klar, Russland steht in seinem Feldzug gegen den Westen nicht alleine da. Und jetzt haben wir noch die Wetteraussichten für Sie. Verbreitet kommt morgen die Sonne durch. Quellwolken, die am Nachmittag entstehen, bringen höchstens einzelne Schauer. Es wird wärmer als heute und im Donauraum windig. Am Samstag kommt starker Südwind auf. Es wird sonnig und heiß, im Westen aber zunehmend gewittrig. Am Sonntag ist es im Osten und Süden erneut sonnig und sehr warm, sonst aber unbeständig und kühler. In Kultur heute begrüßt Sie Patrick Zwerger. Wir haben heute zwei spannende Studiogäste. Zum einen die russisch-österreichische Sopranistin Natalia Uschakova und den von Ruskaya bekannten Sänger Georgi Makatsaria, der gerade bei den Sommerspielen Melk in der Musikrevue Simply the Best zu sehen ist. Das alles und noch mehr ab 19.40 Uhr in Kultur heute. Das war ORF 3 aktuell am Abend. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wie gewohnt sehen Sie die Nachrichten jetzt auch noch in einfacher Sprache. Ab morgen 9 Uhr übertragen wir hier in ORF 3 den Nationalrat live und kommentiert. Wir freuen uns, wenn Sie einschalten. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden und wünsche noch einen angenehmen Fernsehabend hier in ORF 3. Auf Wiedersehen.